Moin Leute, heute geht's um den Herrn hier, Johannes Brünstedt, der Mann mit dem komischen Strich durch das Ohr. So, in diesem Video geht's um das Säuren- und Basenkonzept von Johannes Brünstedt und Martin Lowry, den beiden Dudes hier. Was die so zu Säuren und Basen herausgefunden haben, gucken wir uns jetzt mal an. Vielleicht kennt ihr schon das Säure- und Basenkonzept von Arrhenius. Da geht's darum, dass Säuren in Wasser zu H+-Ionen und Säurereste zerfallen und Basen in OH- und Basenresten. Okay, jetzt hat das Arrhenius-Konzept aber seine Schwächen. Dazu mal die Reaktionsgleichung hier. Ammoniakgas reagiert mit gasförmigem Chlorwasserstoff zu festem Ammoniumchlorid. Hier reagiert das Ammoniakgas als Base und HCl als Säure. Nach Arrhenius wäre das aber keine Säure-Base-Reaktion. Erstmal haben wir hier zwei Gase. Wasser ist also nicht beteiligt. Außerdem enthält die Base NH3 ja gar kein OH-. Trotzdem reagiert NH3 basisch. Deshalb hat Brünstedt die Theorie erweitert. Die neue Theorie von Brünstedt gilt auch bei gasförmigen Säuren und Basen. Und sie erklärt auch, warum Stoffe wie NH3 auch ohne einen OH- als Base reagieren können. Okay, und wie hat Brünstedt, der schlaue Eierkopf, die Säuren und Basen jetzt beschrieben, damit auch Gase und Basen ohne OH- berücksichtigt werden? Nach Johannes Brünstedt sind Säuren sogenannte Protonendonatoren. Eine Säure, also ein Protonendonator, spendet mindestens ein Proton. Könnt ihr euch mit dem englischen Begriff Donate merken? Das heißt ja so viel wie spenden oder schenken. Hier haben wir mal HCl und Wasser. Daraus wird dann H3O+ und Cl-. Die Säure HCl verschenkt sein H+, also an das Wasser. So entsteht dann das H3O+. HCl ist der Protonendonator. Okay, gut. Und wie ist das bei Basen nach Brünstedt? Eine Base ist nach der Theorie ein Protonenakzeptor. Basen sind quasi die Beschenkten. Akzeptieren heißt so viel wie annehmen. So wie accept auf Englisch. Eine Base kann also ein H+-Ion aufnehmen, also quasi dazu bekommen. Auch hierzu mal ein Beispiel. Das hier ist die Base Ammoniak. Ammoniak hat ein freies Elektronenpaar. Deshalb kann es ein H+ aufnehmen. Wenn Ammoniak jetzt zum Beispiel mit Wasser reagiert, dann nimmt es das H+ von Wasser auf. Die Base akzeptiert quasi das Geschenk von dem Wasser. So entstehen dann Ammonium, NH4+ und OH-. Okay, gut. Alles klar. Jetzt noch ein kleiner Fakt, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Hier bei der Gleichung gibt HCl das Proton ja ab. Und Wasser nimmt es entgegen. Hier ist Wasser also der Protonenakzeptor, also die Base. Andersherum spendet das Wasser bei der Basenreaktion das Proton. Es gibt es ab. Deshalb ist Wasser hier die Säure. So crazy. Zu HCl und Cl- sagt man übrigens konjugiertes Säure-Base-Paar. HCl reagiert in Wasser sauer und Cl reagiert basisch. In diesem Fall sind auch H2O und H3O+ ein Säure-Base-Paar. Erkennen könnt ihr Säuren und Basen also quasi immer, wenn ihr sie in Wasser schmeißt. Säuren wie unsere Salzsäure bilden mit Wasser immer ein Oxonium-Ion, also H3O+. Der Rest ist dann der Säurerest. Basen bilden mit Wasser ein Hydroxid-Ion, OH- und ein Basenrest. Der Basenrest ist dann quasi die Base zusammen mit H+. Okay, gut. Aber auch wenn zum Beispiel HCl nicht in Wasser gelöst ist, ist es eine Säure nach Brünstedt. Das Wasser dient nur der Unterscheidung zwischen Säuren und Basen. Die Säure braucht das Wasser nicht unbedingt, um als Säure zu reagieren. Sie kann auch im gasförmigen Zustand sauer reagieren. Das ist dann der Unterschied zu dem Konzept von Arrhenius. Okay, wichtig für euch ist einfach, dass ihr euch für die Brünstedt-Theorie das Prinzip mit dem Geschenk merkt. Die Säure gibt das Protonengeschenk ab. Sie ist also der Protonendonator. Die Base nimmt das Protonengeschenk auf. Sie ist der Protonenakzeptor. Erkennen könnt ihr die Brünstedt-Säuren und Basen, wenn ihr sie in Wasser gebt. Mehr zu solchen Themen findet ihr in den anderen Videos von uns. Einfach reinklicken, bis gleich dort.